Und auf diejenigen, die in den Bezirken vielleicht eine Strecke kreuzen wollen, zukommt, beziehungsweise wann sie wieder freie Fahrt haben. Erstmal ein Dankeschön schon mal an der Stelle an alle Berlinerinnen und Berliner und auch an die Brandenburgerinnen und Brandenburger, weil natürlich gibt es immer ein paar Einschränkungen dabei, aber wir probieren es so gering wie möglich zu halten. Das heißt also, wenn wir morgens starten, sieht man schon um 7.15 Uhr zum Beispiel, wird dann aufgemacht und ich nehme mal nur das Beispiel am Spandauer Damm, 7.16 Uhr geht es los, um 11 Uhr ist die Strecke auch schon wieder frei, da sind dann wirklich alle durch an der Stelle und auch in dem Bereich, wo nur die 60 Kilometer unterwegs sind, da geht es los, um zum Beispiel am Steglitzer Damm, das ist 7.48 Uhr ist die Sperrung und um 10.06 Uhr ist dann auch schon wieder alles offen. Ein bisschen länger dauert es natürlich, je dichter man wieder an Zielgebiet rankommt, da dauert es ein bisschen länger, aber da wird auch später zugemacht. Das heißt also, wir liegen immer so bei einer Sperrung von 2 bis 4 Stunden im Dreh. Und deshalb die Bitte an der Stelle auch nochmal an die Berliner und Berliner, alle Beteiligten, möglichst auf das Auto zu verzichten, die Hunde gut an der Leine zu halten auch und nicht auf die Strecke zu laufen. Mein Worst-Case-Szenario ist immer genau derjenige, der mit den Kopfhörern drin über die Torstraße oder über die Tucholsky-Straße läuft und nicht nach links und rechts schaut. Über die Hafenchaussee runter Richtung Dahlem, dann jetzt einmal durch Dahlem durch. Da sieht man so einen kleinen Abzweig, einmal kurz grün und dann geht es zur Seite weg. Einmal die 60er fahren dann weiter durch Steglitz und wieder zurück Richtung Tempelhof vorbei. Es geht am Kreuzberg direkt vorbei runter Richtung Yorkstraße, dann ein kurzer Schlenker, wo es auch ein bisschen mit mehr Geschwindigkeit losgeht und dann geht es vorbei am Park am Gleis Dreieck Richtung Kreuzberg, da ist man ja auch schon in Kreuzberg und dann geht es vorbei an der Kochstraße Richtung Strausberger Platz. Dann sind's schon fast, ist das Ziel schon fast in Sichtweite, man kann es also schon riechen und geht dann über die Friedrichstraße, die Reinhardtstraße wieder zurück und dann Richtung Brandenburger Tor und kann das Bier im Ziel genießen. Das ist für die 60-Kilometer-Fahrer. Die 100-Kilometer-Fahrer, die haben es noch ein bisschen weiter, die biegen unten in Dahlem ab. Da geht es dann weiter über die Drakestraße, Finkensteinallee und dann weiter Richtung Kleinmachnow durch Stahnsdorf, dann Güterfelde vorbei am Güterfelder Aussee, Richtung Ludwigsfelde am Strubeshof. Dort ist auch eine Verpflegungsstation für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dann geht es über die B101, die extra dafür gesperrt wird, zurück nach Berlin über Marienfelde rein und man kommt dann oben über den Atteler Platz wieder auf die Strecke und hat so eine 40-Kilometer-Runde durch das wunderschöne Land Brandenburg, um dann wieder ins urbane Berlin zu kommen. Großartig, vielen Dank.